So, diesmal geht es bei der Black Series 2020 um exklusive Teile, die von verschiedenen Organisationen herausgebracht wurden, Hasbro Pulse, PulseCon und so weiter und so fort. Und ich habe dann auch noch eine Figur mit hineingenommen, eine Figur, die 30th Anniversary oder 50th Anniversary Collection gewesen ist, wo die Figuren auf Kenner-Logo-Karte herausgekommen waren. Und die habe ich aber nicht, weil es teilweise Repacks dann gegeben hatte. Aber die eine Figur, die gab es bisher nur eben auf dieser Karte. Ja, mit dieser Figur will ich auch anfangen. Und zwar handelt es sich hier um R2-D2 auf Dagobah. Also eine angemalte R2-D2-Figur mit Sensorscope und eben schmutzigen Dagobah. Gemälde angemalt. Wie gesagt, hier auf dieser Empire Strikes Back Karte, 30th Anniversary von Empire Strikes Back. Die kam auch 2020 raus. Und dahin haben wir dann eben, wie bei den anderen Vintage-Karten schon, eine kleine Übersicht über die Figuren, die da eben auch noch herauskamen. Und man sieht Luke Skywalker Snowspeeder, TIE Fighter gab es schon, den Rebel Soldier, Lando Calrissian, also die gab es alle. Ebenso nehme ich auch nicht diese Figuren mit rein, die habe ich nämlich nicht, diese exklusiven Holiday Edition Figuren, welche als Weihnachtsfiguren angemalt sind. Ich zeige euch mal hier ein paar Bilder, was es so alles gegeben hat. Auf der einen Seite haben sie mir nicht gefallen und auf der anderen Seite, ja, es muss nicht unbedingt sein. Also es war dann auch so GameStop exklusiv, Amazon exklusiv, Target, Best Buy und Walmart exklusiv Figuren. Die wurden dann in den späteren Jahren weitergeführt, da habe ich die auch nicht. Ja, kommen wir zuerst mal zu einer PulseCon-Exklusivfigur, die hier in einem besonderen Schuber nämlich ist, und zwar aus der The Mandalorian-Reihe. Es handelt sich hier um The Armorer oder den Waffenschmiedin. Das Ganze kann hier herausgezogen werden und man sieht schon, die hat eigentlich einige Abweichungen zu der Version, die es dann eben auf Karte gab. Ja, also hier zum Vergleich mal kurz. Von der Bemalung unterscheidet sie sich kaum, hat aber hier hinten, also das hier ist ja ein Plastikteil, das Fell, und hier, das ist ein richtiges Fellstoff. Ich lasse die Figuren drin, werde es euch bloß so zeigen. Das Einzige, was hier dann noch dazu kommt, ist eben ein paar andere Accessoires. Und da schauen wir mal, ob wir die ein bisschen besser anschauen können. Ja, also da sind sie, die Teile. Wir haben eine größere Zange und einen größeren Hammer, als die bei der ursprünglichen Figur dabei gewesen war. Bisschen größer auf jeden Fall. Und das Besondere ist, sie glühen, haben so transparentes Oberteil, so in gelblich. Und ja, das ist für die Bearbeitung gedacht. Hier haben wir dann die ganzen Dinger wieder in der normalen Größe. Und hier eine Art, wo das Beskar dann bearbeitet wird. Und einen Mando-Helm, der transparent ist und auch zur Bearbeitung eben gedacht ist. Ja, das ist der Unterschied zwischen der regulären Figur und der besonderen. Ja, also dieses Teil kann man dann hier draufstecken auf den Hammer. So. Und hat halt dann so den Effekt, dass es so Funken sprüht. Ja, die nächste Figur, die ähnlich aufgebaut ist mit der Verpackung, ist eine Hasbro Pulse Figur.
Und es handelt sich diesmal um Cad Bane und Toto. Ja, ebenfalls aus Star Wars, dann der Clone Wars. Ja, da ist sie. Und wir sehen auch, die hat eigentlich ein bisschen hellere Weste höchstens. Ein bisschen hier goldenere Schubdüsen. Und der andere hat halt silberne. Ja, die beiden Zwillingsblaster dabei. Und ja, ansonsten ein bisschen weicht's ab. Aber die einzige Neuerung hier ist dieser kleine Droid, nämlich Toto. Ja, geht jetzt auch nicht raus. Also zeige ich einmal, der war eben hier exklusiv dabei. Der in die Klonkriege sein Gefährte ist, voll laute Roboter, der dann ja ab und zu mal auch explodiert ist. Und er hat halt überall Flügelgelenke drin. Ja, und so schaut der Kopf von hinten aus dann. Ja, bloß mal gezeigt. Kurz schauen. Ah, da hinten haben wir Biopic. Toto Cad Banes Technik Droide verfügte über viele eingebaute Werkzeuge, die ihn unglaublich nützlich machten, war aber auch sehr launisch. Und das letzte Teil ist ein Exklusiv von Amazon. Und zwar handelt es sich hier um ein Biker Scout mit Speeder Bike und The Child. Ja, von der Verpackung her, Speeder Bike haben wir ja schon öfter gehabt, aber das ist diesmal eine neue Variante, ein weißes. Wir haben hier mehrere Szenen dann aus der Serie. Und hier hinten diesmal eine Abbildung des Gefährtes. Wir haben hier dann eben ein Stand dabei. Das ist ein kleines Zielübungsgerät, Zielaccessoire. Eben das Kind in der Tasche und schauen wir mal, was hier drauf steht. Scout Trooper waren im Vergleich zu anderen Stormtrooper nur leicht bewaffnet. Dadurch konnten sie sich schneller und einfacher in verschiedenen Umgebungen bewegen. Sie wurden zudem dafür ausgebildet, unabhängiger und anpassungsfähiger zu sein als die meisten der Truppen des Imperiums. Das Imperium nutzte Scout Trooper für verschiedene Missionen, inklusive Aufklärung und Infiltration. Ja, aber dieses Mal sind sie halt mit dem Mandalorianer in Kontakt getreten. Ja, mit der Bab-Einlage hat er einen schönen Hintergrund bekommen von dem Planeten Avala 4, glaube ich, ist es. Mal kurz die Stadt im Hintergrund zu sehen. Der Bergklippe. Da ist hier eben die Verpackung. Ich lasse das Bike hier auch drin. Ich habe hier Bewegungsteile an den Dingern bekommen. Wir haben hier dann für die Waffe das kleine Einsteckteil, Holster. Die Waffe haben wir hier, ein sehr kleines Teil. Das Accessoire kann ich mal rausnehmen. Also wo er Zielübungen drauf macht, eine sehr lustige, selbstironische Szene, finde ich, in der Serie. Da rein. Bike auch sehr schön verschmutzt in Weiß. Der Biker Scout ist jetzt halt eigentlich nicht unbedingt eine neue Figur. Er hat den alten Mold noch. Und er kommt halt hier eben mit der Tasche, welche eben Grogu da beinhaltet. Und das ist eigentlich fest integriert. Er hat lediglich einen beweglichen Kopf. Und das ist eigentlich schon alles, was man halt von der Grogu-Figur hat. Die Tasche kann zugemacht werden. Mit diesen kleinen Nippeln, wenn es geht. Ja, also es ist auch immer so eine Sache mit dem Treffen. Und man sieht hier schöne Verzierungen noch. Ja, und die ist über seinen Schultern. Schauen wir vielleicht kurz die andere Seite nochmal an, dass man ihn auch nur ganz sieht. Ja, also schön detailliert gemacht. Das ist jetzt mit mittlerweile das 1, 2. Dritte oder vierte Speeder Bike. Ja, da ist es mal ausgepackt. Also es ist ein
Modell, das es schon jetzt das zweite Mal, dritte Mal gegeben hat. Also somit hier das vierte Modell. Und hier halt in Weiß angemalt mit ein paar Abnutzungsspuren. Wir haben die beweglichen Klappen hier hinten. Wir haben hier die aufgelegte Schlafüberlebensdecke, die auch fest angebracht ist. Hier den Motor, den Düsenantrieb. Wir haben dann hier die schwenkbare Laserkanone hier unten. Der Stand. Ah, da geht das Ding raus, okay. Also kann man auch wegnehmen. Und hoffe ich auch wieder rein. Ja, so. Ja, hier ein bisschen Bemalung hier oben. Hier an den Seiten. Ja, die Figur ist hier festgemacht. Ja, haben wir hier diesen Stand, der komplett transparent ist, mit einer Kugel, mit dem man den eben dann einsteckt. Und ein bisschen halt positionieren kann. So, der Scout selber gab es ja auch schon in verschiedenen Ausführungen, beziehungsweise auf den verschiedenen Bikes, einmal in schwarz, dann eben normal, hier eben ein etwas mitgenommenerer, dreckigerer Scout Trooper. Der Kopf ist auf einem neuen Gelenk. Und ansonsten, ja, die Tasche ist hier auch noch festgemacht, gut. Hat er eben diese Tasche noch dabei. Also der Scout Trooper, da gab es dann auch nochmal in schwarz. Und als Riots stammt Scout Trooper und so weiter und so fort. Er hat hier seine wirklich kleine Waffe, die er dann eben hier unten reinstecken kann. Oder wie in der Dings gesehen, also ich glaube nicht, dass es ein alter Mold ist. Ich denke, der ist schon ein bisschen neu modelliert worden. Oder eben seine Zielübungen macht hier mit diesen beigebackten Schrottteil. Ja, die Tasche hier haben wir ja vorhin schon gesehen, dass sie eigentlich offen ist, aber jetzt haben wir sie mal geschlossen. Gut modelliert eigentlich, ja. Und eben hier zum Aufmachen. Und man sieht hier den Baby Yoda, zumindest der Kopf. Alles andere ist nämlich Tasche. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank für eure Geduld. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal wieder.